Schalotten 2 Knoblauchzehen je und Petersilie und Koriander 1500 Gramm Kalbshackfleisch, elf Ei 1 je 1,5 Teelöffel Gern, Kreuzkümmel und Koriander 1 je eine Prise Salz, Pfeffer, Zimt 12 Esslöffel Sonnenblumenöl für die Soße, 11 Zwiebel 12 Knoblauchzehen 12 Esslöffel Olivenöl 11 türkische Lire Fadauvan Klammer auf indische Gewürzmischung Klammer zu, 15 Zf, Thymian 12 Zf. Rosmarin 1800 g Tomaten, Klammer auf Dose, Klammer zu, 11 türkische Lire Zucker, 1 Cayenne Pfeffer, außerdem, 1300 g Basmati Reis, 16 Kardamom Kapseln, 1 Schalotten und Knoblauchschälen würfeln, Petersilie und Koriander bis auf ein paar Blättchen hacken, alles mit restlichen Zutaten bis auf das Öl, mit dem Fleisch vermengen gehen zu Bällchen 35 Gramm formen diesen eine leicht ovale Form geben. Das Sonnenblumenöl in eine Pfanne bei mittlerer Temperatur erhitzen und die Kebabs darin braten. Soße, Zwiebel und Knoblauch schälen, L-würfeln, in Olivenöl anschwitzen. Gewürze, Zucker, Tomaten zugeben, salzen, pfeffern, auf die Hälfte einköcheln, durch ein Sieb drücken. 3 Reis mit 450 ml Wasser, Salz und Kardamom aufkochen. Deckel auflegen, bei niedriger Temperatur 15 Minuten gar ziehen lassen. Kebabs mit Soße anrichten, mit den Kräuterblättchen garnieren.